liebe meine Kinder und ich genieße es, ein bisschen auch wieder Kind sein zu können, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Daher heute nochmal eine Liste, wieder unvollständig. Zum Glück. Ich freue mich, wenn ihr die Liste in den Kommentaren ergänzt. Schaukeln, rutschen, Seilbahnfahren, balancieren, Radschlagen. Ich liebe Spielplätze. Ich passe nicht auf alle Geräte drauf und ich habe auch nicht immer Lust, aber wenn ich mich mal dazu hinreißen lasse, dann genieße ich es zu 100%. Mit Gummistiefeln in Pfützen springen. Geil. Das darf man nur, wenn man Kinder hat, die mitmachen. Oder zuschauen. Oder zumindest anwesend sind. Ich bin ja eine große Freundin von Ehrlichkeit und besonders von der Ehrlichkeit von Kindern, die ja nicht wertend gemeint ist. Meine kleine Tochter sagt zum Beispiel: Mama, kleine Brüste. Tante Lilly, große Brüste. So als würde sie über unsere Haarfarbe sprechen. Wenn mein Sohn unserer Nachbarin sagt: Du darfst nicht rauchen, sonst stirbst du bald. Dann muss ich nur nicken und beipflichten. Alles ist gesagt. Besonders schön ist auch, wenn die Kinder sagen: Mama, das hast du gut gekocht. Schmeckt lecker. Und wenn es nur Reis ist? Geht natürlich auch andersrum. Ekelhaft. Aber ich meine, Ehrlichkeit kann man doch niemandem vorwerfen. Schön ist auch, dass man als Eltern früh schlafen gehen kann. Freitagabend um 9 ins Bett? Kein Problem, da muss man sich auf einmal gar nicht mehr für schämen. Man wird von anderen Eltern nie hören: Was? Ihr seid nicht ausgegangen? Im Gegenteil. Man bekommt eher Anerkennung dafür, dass man auch mal an sich denkt. Bin auch großer Fan von Fahrgeräuschen beim Einkaufen. Also mit dem Einkaufswagen. Oh. Links. Oh, oh, Stau, anhalten. Da kriegt man noch jedem grummeligen Deutschen ein kleines Lächeln abgerungen. Ich glaube, dass das Geheimnis ist mit Kindern. Man lacht mehr als ohne Kinder. Und es sind diese kleinen Dinge, dass die Geschwister sich betteln, wer lauter machen kann. Oder sich zeigen wollen, wie schön sie schon tanzen können. Manchmal ist es eben doch ein Traum mit Kindern. Was sind eure schönsten Geschichten? Schreibt sie in die Kommentare. Das Video war cool, oder? Also, lasst mir mal ein Abo da. Ja? Nee, ich gehe jetzt nicht weg. Ihr sollt abonnieren. Okay. Ihr könnt auch Daumen hoch, kommentieren. Abo ist kostenlos für dich. Viel Freude für mich. Gibt keinen Grund, es nicht zu tun.